Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Dieser Wecker. Es ist doch unmöglich schon morgen. Himmel. Dabei bin ich letzte Nacht schon zweimal für die Kinder aufgestanden. Okay, tu's für deine Familie. Komm, aufstehen. Kaffee machen, Zeitung holen, Brote streichen. Einkaufen muss ich auch. Wir haben beinahe keine Milch mehr. Manchmal komme ich mir schon wie seine Mutter vor. Was soll's? Also man könnte schon denken, dass ich für ihn unsichtbar bin. Er ist aber bestimmt nur noch müde. Oh, ein Spaziergang. Muss gehen. Wie gerne hätte ich doch ein Gespräch vor dem Weggehen. Aber er beachtet mich ja kaum. Hoffentlich wird das am Abend besser. Oh, geliebtes Bett, ich komme wieder. Noch ein paar Minuten Ruhe vor dem Sturm. Mensch, die kommen auch immer früher. Keine Gnade der armen Mutter. Ach, können die beiden erbarmungslos sein. Aber sie sind einfach so süß. Was würde ich bloß ohne sie tun? So, du jetzt nicht, Ben. Du hast nicht mehr gesagt. Nein, nicht mehr. Ja, das habe ich eben gedacht. Du hast es ein bisschen weggestossen. Und du kannst die Serviette nehmen, fürs Mund zu putzen. Ja. Von allein sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann, wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Was für ein Morgen.
Wow, tut das gut. Endlich ein paar Minuten für mich. Deshalb tue ich mir das bloß jeden Tag an. Rechnungen und Briefe schreiben. Aber es geht um mein Taschengeld. Unabhängigkeit ist das Zauberwort. Auch wenn es nur ein kleines Stückchen ist. Timmy. Hast du einen Arm mit dir? Du willst Kuchen, du willst Bananen. Ja, auch so. Das ist mir gelieb. Mimi, Banane, Benni. Willst du nicht Kuchen? Ah, du. Kuchen, gell? Das hat mich also sehr erstaunt. Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Ich könnte mit Michael wieder einmal auswärts essen gehen. Das wäre schön. So richtig mit allem drum und dran. Die Kinder könnten meinen Großeltern. Nein, Schluss jetzt mit den Träumen. Die Pflicht ruft. Er liebt es nicht, wenn die Kinder noch nicht geduscht sind. Fahren, ja. Keine Frage, wer von den Erwachsenen die Kinder ins Bett bringt und eine gute Nachtgeschichte erzählt. Also. Gott, bin ich geschafft. Endlich Feierabend. Mit meinem Mann den Krimi anschauen. Ich kann meine Augen beinahe nicht offen halten. Ich bin ja so glücklich, in meinem Mann einen Partner gefunden zu haben, der meine Müdigkeit versteht. Du hast sicher einen ruhigen Tag heute. Ja, eigentlich hast du schon einen schönen Job. In meinem Mann einen Partner gefunden zu haben, der weiß, wie ich mich fühle zwischen Möchtegern und Wirklichkeit.